Gegenteiltag sind wir heute. Gegenteiltag ist heute. Krass. Ja. Mensch, die letzte Folge habe ich moderiert. Ja, heute darf ich die Folge moderieren. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ja, von daher würde ich sagen, willkommen zu unserem Podcast. Colonel Panic, Board on Fire. Heute Folge 2. Und wir müssen schon improvisieren. Dieses Mal mit einem Namen, ja. Ja, diesmal mit einem Namen. Ganz, ganz frisch. Und man kann euch jetzt auch abonnieren und solche Dinge. Solltet ihr tun. Ja, heute tauschen wir schon einmal durch. Letztes Mal habe ich hinter der Kamera gesessen oder hinter dem Aufnahmegerät. Heute werde ich hier so ein bisschen die Fragen stellen. Und genau, Leonard, du hast eine Geschichte für uns. Eine Lagerfeuer-Gruselgeschichte. Ja, hardwarelastiger. Hardwarelastiger. Ah, ich glaube, wir sind eh beide eher hardwarelastig, von daher passt das ganz gut. Aber ich habe das Gefühl, da wird auch irgendwie Software dran beteiligt sein. Sonst würden Software wir ist immer dabei. Ja. Das war wahrscheinlich auch die Software, oder? Es ist eigentlich grundsätzlich immer die Software, außer manchmal. Außer wenn sie Hardware ist, dann? Manchmal ist die Hardware, aber ja, in der Regel die Software. Ja, ja, okay. Ja, worum geht's? In welchem Projekt sind wir? Vielleicht fangen wir erstmal so an. Ja, wir haben uns mal überlegt, so ein Minimum Viable Product zu bauen von einem LoRa-Gateway. Okay, ja. Und ja, da braucht man halt so ein bisschen Linux und das muss, also so ein LoRa-Gateway, erstmal grundsätzlich, fängt halt LoRa-Funk-Nachrichten aus der ganzen Umgebung auf, so ein paar Kilometer Radius. Und dann schickt es die irgendwie ins Internet. Okay, und das heißt, dafür braucht es irgendwie eine Internetverbindung. Genau, eine Internetverbindung und irgendwelche LoRa-Hardware, um halt die Pakete erstmal auffangen zu können. Ja, und ich vermute, in so einem LoRa-Gateway, da haben wir irgendwie einen Linux drin, weil Dinge mit Internet sind mit Linux immer ganz sinnvoll. Kann man auch ohne machen, aber ich denke nicht, dass es bei Pangotronics passieren wird, dass wir es ohne machen. Genau. Das wäre jetzt auch meine Vermutung, ja. Ja, das heißt, irgendein Gerät mit einem Prozessor und dann Linux drauf und dann geht es los. Mhm. Der Rest ist Software. Der Rest ist Software. Das heißt, man hat irgendwie so ein, weiß nicht, LoRa-Modem, naja, Baseband sagt man, glaube ich, dran, ne? Concentrator. Ja. Das ist, man braucht jetzt seine eigene Nomenklatur, sonst ist man nicht cool. Ja, also man hat diesen LoRa-Concentrator, der ist da irgendwie angeschlossen. Okay, und aus dem kriegt man dann Nachrichten raus und kann da welche wegschicken. Wenn man soweit ist. Wenn man soweit ist. Ja, man braucht erstmal das Gerät. Ja. Genau, und das wollten wir bauen. Ja. Und erstmal ohne großen Hardwareaufwand, das heißt so viel von der Stange wie möglich, dann in ein Gehäuse reinstecken und mal gucken, ob wir jemanden dafür interessiert kriegen. Ja, okay. Also ja, und vor allem uns selber mal ein bisschen schlau machen, war glaube ich auch so der Plan. Ja. Also wenn man noch gar nicht weiß, was eigentlich los ist, ist das gar nicht schlecht. Ja. Und schlauer sind wir geworden, in verschiedensten Gründen. Ja. Ja, ich kann schon mal vorweg holen, das Problem war, dass das Gerät dauernd ausgegangen ist. Also das ist ungünstig für ein Gerät, was eigentlich immer laufen soll, oder? Ja, so Hochverfügbarkeit und sowas, genau. Ja. Ja, sehr verlässlich. Ungünstig? Sehr verlässlich, bis es das nicht war. Ja. Okay, also wir haben irgendwie ein Gerät, da ist ein LoRa-Concentrator drin und irgendwie Internet. Und ich vermute, wir haben da irgendwie eine Stromversorgung da dran. Also ja, da will man natürlich auch so viel verschiedene Sachen können wie möglich, wenn man so ein Produkt verkaufen will. Mhm. Also standardmäßig kennt man das ja, dass man so ein kleines Netzteil nimmt und das steckt man in die Steckdose und dann ist ein kurzes Kabel dran und dann steckt man das halt ins Gerät rein und dann läuft es. Okay, ja. Aber ja, wenn man das Ding auf einen Mast baut, also ist ja ein Funkgerät, hängt man am besten so hoch wie möglich. Das heißt, so auf eine Kirchturmspitze oder an irgendwelche Masten mit dran oder so. Und da will man jetzt nicht unbedingt so viele Kabel wie möglich hochziehen. Mhm. Und wenn man so ein kleines 5-Volt-Netzteil sich unten in den Steckdose steckt und dann mit dem Kabel 100 Meter weit hochgeht, dann kommen da auch keine 5 Volt mehr an. Deswegen will man da eigentlich auch was anderes können, nämlich PoE, Power over Ethernet. Mhm. Dann kann man da halt Strom und Daten gleichzeitig durchschieben. Genau. Ja. Ja, da sind genau 4 Adern braucht man da so mindestens. Mhm.
müssen ein bisschen verdrillt sein und so. Aber ansonsten Daten, Strom, alles in eins. Okay. Ist natürlich toll. Ja, das ist gut. Ja. Und dann hat man auch mal ein Netzteil drin und daraus macht man sich die Spannung lokal, die man braucht. Genau, PoE ist, also das nimmt man natürlich die Spannung trotzdem aus der Steckdose und dann wird es von den 230 Volt einmal auf 57 oder so, ich glaube das höchste, was man da auf 48 so mindestens irgendwie so drumherum runtergewandelt und dann im Gerät nochmal auf was auch immer man braucht. Mhm. Okay. Was haben wir da sonst noch drin in dem Gerät? Ich meine bestimmt irgendwie einen Prozessor. Also wir wollten natürlich, wir wollten das Vollprogramm. Ja. Alles, alles. Das heißt, LTE-Modem haben wir mit reingebaut. WLAN haben wir mit reingebaut. Okay, ja. LoRa natürlich. Ethernet, also ja. Kabelnetzwerk. Das ist jetzt eher normal. Und, Kleinkram. Wir wollten auch noch wissen, ob das kalt wird, warm wird, feucht wird in dem Gehäuse. Da haben wir auch noch einen Sensor für reingebaut. Ja. Ja, war gut voll. Ja, war gut voll, war gut voll. Natürlich, wie immer, aber als erstes Stand des Gehäuses musste das kleinste sein, was man finden konnte. Oh, das musste schick sein. Das musste schick sein. Schwarz. Ja, sonst macht sich der Pinguin nicht gut drauf. Ja. Das geht sonst nicht. Schwarz ist auch vor allem total gut, wenn man das hinter einem Mast hängt, aber ja. Für die Werbung passt das. Ja. Ja, ja. Ja. Genau. So, das war so die Überlegung. Okay. Ja. Sind wir losgegangen, haben einen Singleboard-Computer gekauft. Also ein Raspberry Pi ist auch ein Singleboard-Computer. Mhm. Ja, das ist ein Gerät, das ist ein Prozessor drauf und eigentlich soweit alles fertig. Muss man nur noch Spannung anstecken oder dann bootet dann Linux drauf. Ja. Und ja, ein Raspberry Pi haben wir jetzt nicht genommen. Ja, ja. Gut. Also, gibt ja Auswahl. Also. Sehr verpönt hier. Haben wir ein Gateworks GW7300 angenommen. Ich meine mich zu erinnern, das haben wir auch genommen, weil man da direkt so Mini-PCI-Express-Karten reinstecken kann. Genau. Was der Pi ja erstmal auch nicht hat. Genau, ja, unser LTE-Modem war Mini PCI Express, unsere LoRa Concentrator-Karte war PCI Express. WLAN kannst du in PCI Express kaufen. Mhm. Ja, da lag das nahe, da haben wir das Gateway-Export ausgesucht, ja. Okay. Das heißt, war auch irgendwie eine CPU drin, die dann halt PCI kann und also PCI Express. Ja, ja. Genau. IMX 8MP. Schon eher die große Variante. Die große Variante. Also das ist. Es wurde geklotzt, nicht geklickert. Ja, ja, ja. Genau, also für ein Serienprodukt wäre das nicht das richtige Wort gewesen. Es ist teuer und sehr featurereich. Also für ein LoRa Gateway, das hätte man halt für den Prototypen gemacht. Da hätte man sich nochmal hingesetzt und hätte halt weggestrichen. Ja, aber man wüsste zumindest, dass es geht. Man wüsste wahrscheinlich auch, was man haben möchte. Richtig. Ja. Und man kann halt erstmal Software entwickeln, ohne jeden Moment gucken zu müssen, wie man die Ressourcen runterbringt. Ja. Okay. Wie entwickelt man dann auf so einem Board? Also was war dann unser Weg, das in Betrieb zu nehmen? Also das kauft man erstmal so, das Board. Und normalerweise gibt einem der Hersteller natürlich ein WSP, ein Board Support Package. Das ist so ein, man lädt es vom Hersteller runter und dann macht man ein paar Kommandozeilen, Dinge und dann baut das und dann hat man ein Image, das heißt ein Abbild, das man auf das Board drauf kriegen muss. Also beim Raspberry Pi packt man es einfach auf die SD-Karte. Ja, dann steckt man die rein und dann geht es los. Sehr schön, wenn es bei dem Gateworks Board auch so einfach wäre. Aber da kommen wir auch noch zu. Dann packt man dieses Image da drauf und dann hat man halt ein Linux mit der ganzen Umgebungssoftware, die man halt auch noch braucht. Mhm. Also eine Shell, damit man sich einloggen kann und sowas. Das baut zum BSP alles in eins zusammen. Ja, das war wahrscheinlich irgendwie ein Yocto-Layer. Also normalerweise nimmt man das natürlich einfach vom Hersteller. Yeah. Okay. Und dann holt sich das den Kernel von Freescale mit den Patchen noch drauf und sowas. Ja, machen wir nicht.
so machen wir das nicht. Das heißt, wir haben was Eigenes gemacht. Natürlich. Okay. Ah, ja. Das ist immer gut. Ja, erstmal alles vom Hersteller gesehen, gedacht, das können wir besser. Und genau, haben halt ein eigenes Yocto PSP aufgebaut. Mhm. Genau, Yocto ist, wie nennt man das eigentlich? Es ist eine Distribution. Ich würde es mal als ich glaube, Poki ist die Referenzdistribution und Yocto ist das Bildsystem, mit dem du deine eigene Distribution bauen kannst. Also, aber ich bin auch der Hardware-Entwickler, ne? Ja, ich auch. Gut. Also Yocto verhält sich ein bisschen anders als eine Distribution, als eine normale Distribution, wo man sich jetzt so eine DVD oder sowas aus dem Internet lädt und dann installiert man das und dann geht's los. Sondern was Yocto macht, ist, es holt sich die ganze Software, die es installieren möchte, schon auf deinem Entwicklungscomputer, lädt sie runter, baut die für das Zielsystem, also holt den Quellcode, kompiliert das, packt es zusammen, dann wird ein Image drauf und das packt man auf das tatsächliche System. Okay, ja, dann hat man quasi sein Image und von da ist alles genau, relativ normal. Ja, wir nehmen dann halt einfach das Linux von kernel.org mit so wenig Veränderungen wie möglich. Mainline first. Ja. Und das geht auch bei dem Hersteller sehr gut. Die machen damit. Also die packen die arbeiten aktiv am richtigen Linux-Kernel mit und schicken ihre Patche an die Mailinglisten und sowas. So das, wie man es machen sollte. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch irgendwie schon einen passenden Device-Tree, der deine Hardware beschreibt, also die formale Hardware-Beschreibung, die man dann benutzen kann, um später dem Kernel mitzuteilen, worauf es eigentlich gerade wirklich läuft. Genau. Und Das müsste man ansonsten halt alles selber machen, aber der Hersteller, der macht das. Der spielt gut mit bei Mainline Linux. Okay. Ja, das heißt, wir mussten eigentlich nur noch unsere LoRa-Software da draufbringen. Das ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, ein relativ kleines Stückchen Software, was man dafür braucht. Ja, das ist so, also wir haben uns für, also da gibt es natürlich auch das Offizielle von den Erfindern von LoRa, Semtech. Mhm. Die haben ihre eigene Forwarder-Software, ja, die halt LoRa-Pakete über den Concentrator, über die Concentrator-Karte empfängt und dann ins Internet weiterleitet. Ja, das ist ja. Haben wir natürlich nicht genommen. Ach so, nein. Wir haben was gebaut. Ja, nein, ja, diesmal noch nicht. Okay. Wir haben die Variante von ChirpStack genommen. Das ist einfach eine andere Implementierung derselben Funktionalität. Open Sourciger mit mehr Mitarbeit. Oh, ich vermute mal, das funktioniert dann auch mit dem ChirpStack zusammen. Also. Das ist auch ein größeres Software-Universum. Ja, das hat eine Komponente, die auf dem Server, also auf dem Server, der dann halt die Pakete auch an Endbenutzer weiterleitet, eine Komponente für und halt auch für die Gateways, heißen sie übrigens, die Dinger mit den Antennen dran. Ja. Haben sie auch eine Komponente für. Okay. Ja. Das heißt, die hast du da reingebaut, hast sie angemacht und benutzt. Ja, lief. Cool. Können wir verkaufen. Ja, lief 2 Stunden lang, danach hat es gepowercycled. Oh, was auch immer. Weißt du, damit haben wir angefangen. Genau, und das ist eigentlich meine Lagerfeuergeschichte. Okay, also du hattest ein Gateway, das immer neu startet, wenn du nicht hinguckst. Ja, genau, und ja, ich musste sehr lange nicht hingucken. Das war, ja. 2 Stunden ist schon, ja. Das wird, wenn man dann sich jetzt überlegt, okay, wie debugge ich das jetzt? Dann, wenn es 2 Stunden dauert, bis es auftritt, kannst du halt an einem Tag das. Einen Arbeitstag das 4-mal machen. Ja. Ja, das ist ärgerlich. Hast es nicht viel, da muss man lange suchen, ja. Das ist auch nicht, also nicht deterministisch. Ja, ist wahrscheinlich nicht, also war es sehr exakt 2 Stunden? Konntest du danach eine Uhr stellen oder? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube auch nicht. Also es war auch so, wenn man das Board ausgepackt hat und angesteckt hat ans Netzteil, dann waren es nach 2 Stunden, das ist das, als sich einmal neu gestartet hat. Ja. Wenn es dann erstmal lief, dann waren es nur noch 30 Minuten. Ach so. Ja, also. Ja. Ja.
Das liegt aber bestimmt dran, dass wir wieder ein eigenes Linux gemacht haben und nicht einfach das genommen haben, was schon fertig war, oder? Ja, das ist leider nicht auszuschließen. Mhm. Ne? Also, welche Gründe kann das überhaupt haben, dass so ein Board neu startet? Das ist nicht mal immer ungewollt. Ja. Ne? Also, zum Beispiel gibt es Watch Dogs. Das sind mehr oder weniger, also sagen wir mal eine Stoppuhr, die läuft, ja. Ja. Und wenn man die nicht rechtzeitig zurücksetzt, so alle paar Minuten, paar Sekunden, das kann man halt einstellen, wie man will, dann starten die das Board neu. Aber ich habe wahrscheinlich einen Knopf, auf den ich drücken kann, dass das nicht passiert. Ja, genau. Also ja. Muss immer schön, hallo, ich bin noch da, zurücksetzen, damit das Board nicht neu gestartet. Das macht man halt aus, also Sicherheitsgründe zum Beispiel, wenn du halt eine Produktionslinie hast oder sowas, mit Geräten, die halt Klemmstellen haben. Ja. Ja? Also wo Motoren dran sind und die können auch was kaputt machen. Ne? Mhm. Dann willst du jetzt halt nicht, dass du, wenn dein Gerät sich aufhängt, weil Java ein Update braucht oder sowas, ja. dass dann halt die Motoren einfach weiterlaufen, die eigentlich anhalten sollten oder sowas. Ja. Das heißt, oben kann ich mir auch vorstellen, wenn ich so ein Gateway irgendwo in der Stadt hängen habe oder 20 Stück davon und die machen mal komische Dinge, dann will ich auch nicht jedes Mal einen Techniker rausschicken, damit der das Netzteil immer aus der Wand zieht und wieder reinsteckt, richtig. Weil das ist irgendwie auch doof. Ja, also du willst eigentlich immer irgendwie definieren, so was heißt es, dass dein Gerät gerade erfolgreich läuft? Mhm. Und wenn es das noch tut, dann resettest du dann und wann mal den Watchdog. Also sagst dem Watchdog Bescheid, so jupp, alles noch gut, muss mich jetzt noch nicht neu starten. Und unsere Kollegen nennen das auch immer sehr schön den Watchdog, also den Wachhund füttern. Ja. Finde ich auch eine sehr schöne bildbeschreibende Variante davon, was das tut. Den Watchdog fien, ja. Ja, bevor er einen beißt. Ja. Und ja, genau, das ist so die erste Überlegung ist, restartet periodisch, das ist bestimmt ein Watchdog und es soll quasi, also. Ja, wir machen noch irgendwas nicht richtig, dann genau. Muss man halt den Wachhund füttern. Ja, genau. Und dann ist natürlich die Frage so, welche Watchdogs hat das System eigentlich? Mhm. Bestimmt mehr als einen. Bestimmt mehr als einen, ja. Das ist so eine einfache Funktionalität, das macht man bestimmt einfach überall. Genau, rein. Warum nicht? Also, diese Funktionalität zu implementieren, dass halt irgendein Zähler ein bisschen runterzählt und zurückgesetzt werden kann. Mhm. Das kannst du halt auf ein Stück Siliziumgröße da. Das ist einfach, ne? In der Ecke ist noch Platz, da kommt ein Watchdog hin. Richtig, deswegen packt man Watchdogs einmal in den Prozessor rein. Mhm. Also, der Prozessor hat dann halt so eine Peripherieeinheit, in die man in einer bestimmten Sequenz zum Beispiel manchmal Sachen reinschreiben muss. Mhm. Und dann weißt du, ja, ist noch gut. Okay, ja. Das läuft hier. Ja. Oder in den PMIC kann man auch einen Watchdog reinpacken. Der PMIC ist der, wie war das? Power Management IC? Ja. Ja, ach, richtig geworden. Ja, glaube ich. Das Ding, was die Eingangsspannung nimmt und daraus, ich sag mal, in der letzten Ebene die Spannung macht, die CPU braucht. Genau, das hat, ich weiß gar nicht, seit wann man das hat, aber bei modernen Prozessoren hat man das einfach. Da gibt es oft, also manchmal gibt es halt einfach wirklich ein Begleit-PMIC zum Prozessor. Mhm. Beim STM32 kenne ich das zum Beispiel so. Ich glaube, die NXP haben da auch ihre Standard-PMICs, ja. Die man nehmen sollte. Also dann hast du halt einfach das Referenzdesign, also der Hersteller hat sich mal gedacht, wie man das Gerät zusammenbauen soll. Dann ist halt der Prozessor und daneben ist ein PMIC. Das ist halt einfach nur ein Spannungsregler-Chip, der viele verschiedene Spannungen erzeugen kann. Genau. Und der ist dann halt auch mit dem Prozessor verbunden, damit der dem sagen kann, welche Spannungen er denn überhaupt braucht. Und ob er die vielleicht mal ausschalten soll, um Strom zu sparen in bestimmten Bereichen. Oder ein bisschen kleiner einzustellen und solche Dinge. Ja, genau. Genau, ja, das kann man auch machen. Die Spannung reduzieren, wenn man den Prozessor langsamer taktet oder sowas. Ja, da habe ich auch noch gedacht, dass das vielleicht sein kann. Nein, naja. Hm. Der PMIC hat bestimmt auch einen Watchdog drin und irgendjemand setzt den vielleicht auf. Mhm. Wird auch, also. Das irgendjemand ist ja dann auch immer so die spannende Frage, weil man in so einer modernen CPU ja auch einen ganzen Stapel Software hat, bis das Linux mal irgendwann läuft oder das Programm, was man ausführen möchte.
Ja, wir haben aber noch einen möglichen Watchdog auf diesem Board, nämlich hat Gateworks hat einen eigenen, wie heißt er, Gateworks System Controller Chip. Okay. Ja. Also ja. Sie haben kein eigenes Silizium gemacht, sondern halt einen Mikrocontroller genommen, haben ihre eigene Firmware drauf. Und der macht dann, der überwacht die Spannung auf dem Board, macht Temper Detection. Also er kann, ja. kann den Pin kontrollieren, so der sollte immer zu sein. Also dieser Knopf sollte immer gedrückt sein. Und das, der System Controller läuft auch mit einer Batterie weiter. Okay, ja. Und zum Beispiel, wenn du halt diesen Knopf, diesen Temper Detection Knopf an das Gehäuse anschließt, dann macht jemand das Gehäuse auf, dann ist der halt nicht mehr gedrückt. Kannst du irgendwie Speicher löschen mit wichtigen Dingen? Ja, deine Verschlüsselungsschlüssel vergessen in dem Moment ja. oder so. Genau. Ja, und ein Watchdog ist da, glaube ich, auch drin. Macht ja auch Sinn. Ist ein Stückchen Software. Ja, macht man damit. Wenn man schon mal dabei ist, genau. Ja. Der kann halt den Reset des Prozessors auslösen. Mhm. Ja, Watchdog. Genau. Und da war jetzt natürlich erstmal die Frage so, setzt irgendjemand die Watchdogs auf? Mhm. Und wenn nicht, wie verhalten die sich dann? Ja. Und ja, muss ich natürlich erstmal gucken. Was wir nämlich, also normalerweise schmeißen wir natürlich alle Software weg auf dem System und packen da unser eigenes Zeug drauf. Mhm. Ja, zum Beispiel hier Bootloader, ne? Ja. Gibt es ja U-Boot. Das, was alle benutzen? Ja, aber da reden wir hier nicht drüber. Sondern Bearbox, ja. Ja. Das ist der Gute. Das ist der, den wir benutzen. Invented hier, ja. Genau, normalerweise würden wir den halt auch benutzen zum Booten und auf das Board packen. Das haben wir uns dieses Mal tatsächlich geschenkt, weil es halt nicht so war, dass man halt das Image einfach installiert, indem man eine SD-Karte reinsteckt. Ja. Weil man nämlich nicht auswählen kann, von welcher Quelle das System booten soll. Mhm. Und es bootet immer von der eMMC, also dem eingebauten Speicher. Okay, und das heißt, du musst den Bootloader irgendwie in den eingebauten Speicher kriegen. Genau. Und das ist wahrscheinlich eher unhandlich. Ein Versuch. Einleitest. Ja. Also, naja, also wenn du das Gerät kommt, verkauft mit einem System drauf, da ist ein Bootloader drauf, da ist ein Linux drauf. Okay. Und es läuft. Ja. Es bootet, ne? Und von da aus kannst du natürlich auch auf die eMMC schreiben. Ja. Und zum Beispiel auch den Bootloader setzen. Dann hast du, wenn du Pech hast, keinen Bootloader mehr. Ja, dann musst du dir sehr sicher sein, dass er dann auch funktioniert. Ja, sonst hast du halt keinen Bootloader mehr und kommst auch nicht mehr drauf. Also sie sagen, man soll den JTAG-Adapter mitkaufen, den sie anbieten. Ich glaube, das haben wir aber erst rausgefunden, nachdem wir es gekauft hatten. Ja, und dann waren wir zu stolz, nochmal nachzufragen. Das ging uns gegen das Prinzip, weil wir haben eigene JTAG-Adapter. Ja. Also, nicht eigene selber gebaute, sondern wir haben schon welche liegen und die sind ja noch gut. Ach so, ja. Genau, mit denen ist ja nichts. Und deswegen haben wir halt nicht die extra von denen mitgekauft. Mhm. Weil sie fährt wahrscheinlich. Zur Not kriegen wir die dann zu laufen. Ja. Aber wir haben den Bootloader einfach behalten, der drauf war. Ja, genau. In dem Fall haben wir einfach den U-Boot behalten. Und wissen natürlich nicht, wie der sich verhält. Ob der halt Watchdogs aufsetzt im System, auf dem System Controller. Oder auf dem PWG. Ja, ist halt so ein bisschen Closed Source für uns in dem Moment, ne? Weil, also wir haben nicht so richtig reingeguckt, was er macht, auch wenn es den Quellcode bestimmt gegeben hätte. Ja, den Quellcode. Aber das ist ja erstmal fertig und dann. Genau. Weiß man nicht so. Durch U-Boot graben ist jetzt auch, also. Meine ich nicht so. Also. Ja, hat seinen Grund, dass wir meistens Bearbox benutzen. Naja, ach. Ja, es ist halt, es ist wieder der Gateworks U-Boot. Ja, die haben natürlich, die haben den separat liegen und es ist nicht in den großen Mainline-U-Boot. Übergegangen, weil weiß ich nicht genau. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich da jetzt nicht. Ich habe rumgeguckt, ob der Watchdogs einschaltet. Bin nicht schlau draus geworden. Mhm. Hast du jemals probiert, den Reset zu messen? Passiert da irgendwann was? Wir haben keinen Schaltplan. Ach so. Von dem Board. Das heißt. Du weißt auch gar nicht so genau, wo der Reset eigentlich ist. Nein. Und auch kein Schaltplan und dann natürlich auch kein
Bot-Layout, also wo ist welche Leiterbahn, dass ich halt darauf gucken kann mit Messspitzen, wo welches Signal ist und wie es sich verhält. Das wäre auch was wir einem Kunden doch sehr um die Ohren gehauen hätten. Ja. Wenn die mit Hardware ankommen, wo sie keinen Schaltplan zu haben. So, Schaltplan braucht man schon zum Embedded entwickeln. Das macht uns keinen Spaß. Immer, das ist nicht schön, ja. Also mindestens den Schaltplan, meistens das Board-Layout dazu ist schon. Ja. Also zumindest so ein Lageplan, wo ist welches IC ab, da kann man dann zählen gehen, welcher Pin ist das, also wenn draußen noch Pins dran sind. Ja, keine Ahnung, was der Reset gemacht hat. Okay. Ja, gut. Also, was hast du denn als nächstes überlegt? Ja, ich habe einfach gehofft, dass es nicht die Watchdogs sind. Okay, ja. Und damit ein Watchdog zuschlägt, musst du ihn halt auch nicht behandeln. Mhm. Und niemand stellt einen Watchdog auf 2 Stunden ein. Ja, normalerweise willst du den ja, dass der nach, weiß ich nicht, einigen Sekunden. Ja, genau. Also gibst du ihm auch mal ein paar Minuten Zeit. Genau. Also wenn du jetzt deine Produktionslinie hast und da sind Motoren drin und dann sagst du halt, okay, da muss ich jetzt wirklich gucken, ob da jetzt noch alles läuft, wie es soll. Mhm. Dann guckst du erst nicht alle 2 Stunden. Ja. Sondern, ja, dann machst du wahrscheinlich ein Millisekundenraster. Ja. Da würdest du auch kein Linux benutzen, im Millisekundenraster. Vielleicht, weiß ich nicht. Oh, da gibt es Unterschiede. Ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Ja. Deswegen, und es hat sich auch geändert. Mhm. Es ist es ist ja, wenn das System erstmal gelaufen sind, dann waren es ja nur noch 30 Minuten. Mhm. Da gibt es ja keinen offensichtlichen Grund für. Ja, es ist ja meistens schon ähnlich, ob man schon mal gelaufen ist oder nicht. Man kriegt irgendwie ein Reset, dann schränkt man neu an. Man kann, also beim internen Watchdog, kann man auch gucken, was er der Meinung ist, was der Reset-Grund war. Mhm. Also ob jetzt, also ich wurde neu gestartet, das weiß der Prozessor, weil er läuft ja. Und dann kann man nachgucken, ob er der Meinung ist, dass er aufgrund eines Watchdogs neu gestartet wurde. Mhm, ja. Meine ich. Also er meint, es war Power on Reset. Also zumindest wenn der Watchdog in der CPU ist, dann weiß der Reset-Controller, dass es der Watchdog war. Ja, den hatte ich auch am meisten im Blick. Wenn es der im PMIC ist, dann kann man den wahrscheinlich auch fragen, ob er gerade ein Reset gemacht hat oder nicht. Genau. Das ist ja irgendwie auch standardisiert. Also was heißt standardisiert, aber das ist ja normal. Das ist ja überall so. Ja, und der war es nicht. Und dann, das war der mir von dem ich am wenigsten verstanden habe. Okay. Genau, deswegen, ja, dachte ich halt, vielleicht nicht Wortstück. Mhm. Wir haben das ja in ein recht kleines Gehäuse gepackt. Ja. Das war auch eine ziemlich beefige CPU. Mhm. Und da ist ein mini kleines Kühlkörperchen drauf. Ja, wir haben ganz schön viel Peripherie außenrum gehabt. Und ja, ganz schön viel Peripherie. Ja. Da liegt auch nahe, dass er vielleicht einfach Übertemperatur macht. Oh, also, okay. Ja, also Gerät läuft, wird warm, wird immer wärmer und dann sagt es halt irgendwann so. Das würde ja auch dazu passen, dass es schneller geht, wenn es schon mal passiert ist. Ja, weil es im Gehäuse dann schon warm wäre. Ja, genau. Ein bisschen dagegen spricht, dass es halt nach 2 Stunden auftritt. Ja, also, kommt schon lang vor, ne? Ja, braucht schon. Kann man sein Board mal in den Backofen legen bei 80 Grad und mal gucken, ob es dann schneller passiert. Das könnte man tun. Das wäre dann mal Arbeit. Okay. Die Alternative wäre, einfach das Board aus dem Gehäuse rauszunehmen. Ach so. Ja. Ja, das genau, weil, hört sich noch einfacher an. Es toastet sich ja selber. Ja, ja, das müssen wir gar nicht von außen machen. Er hat die Heizung ja quasi eingebaut. Ja, es wurde warm da drin im Gehäuse. Es roch auch ein bisschen nach Kunststoff. Habe ich es rausgeholt. Okay, und hat es was verändert? Ja. Und was hat's verändert? Es hat länger gedauert. Das passt ja erstmal noch zur Temperatur. Also ich hole es jetzt raus, ich kann mehr Wärme loswerden, weil ich halt nicht die Ventilation außenrum habe. Ja, leider. Okay. Die Theorie hat mir aber nicht gefallen. Also die wollte ich nicht. Nee, ich fand die jetzt doof. Und dann habe ich, also ich hab mich eigentlich schon entschieden, dass ich die jetzt nicht haben wollte. Ja. Genau. Also dass das halt so lange aufwärmt. Hm. Und
dann müsste es halt auch viel variabler sein, von wegen, wie viel Luft da drüber strömt und sowas. Oder wie warm es ja in der Sonne liegt. So. Ja, ja, auf den Schreibtisch. Also, falls man Schreibtisch mit Sonneneinstrahlung hat. Das war auch, warte, ich weiß ausnahmsweise, wann es war. Es war im November 2021. Das hört sich nicht nach Sonneneinstrahlung auf dem Schreibtisch an. Nee, nicht viel. Okay. Also, keine Option, das in die Sonne zu legen. Ja, ich auch das. ja, also eigentlich, also es sieht nach Übertemperatur aus, aber die Theorie wollte ich trotzdem nicht haben und deswegen habe ich noch eine dritte gemacht. Mhm. Nämlich, dass vielleicht mit unserem PoE-Injektor was verkehrt ist. Dass der einfach mal Aussetzer hat. Okay, ja. Genau, wir haben es nämlich über Power over Ethernet versorgt, das Gerät. Mhm. Und das ist Power over Ethernet AT. Das ist das Einfache, was irgendwie 13 Watt kann. Nee, das ist AF. Ah. Ich glaube, es ist so rum. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. T ist höher als F und damit ist das das Bessere. Ja, genau. Ja. Also, kennst du den ganzen Standardnamen? 802. Nee, es ist das PoE mit mehr Bums. Ja, genau. Wir suchen das für die Shownotes nochmal, das zusammen, würde ich sagen. Ja. Genau, das, genau, du hast eben schon AF genannt, das kann 13 Watt am Gerät ungefähr. AT kann 25 Watt am Gerät, 30 Watt an der Quelle und 5 Watt für die Wandheizung. Ja, damit das Kabel schön warm wird. Aha. Okay. Genau, und das kann man nicht so. Also mit AF hatte ich schon meine Begegnung. Das ist so das, was man überall hat, ne? Ja. Jeder Access Point, jedes Tischtelefon. Genau, das hatte ich ja auch bei einem anderen Produkt gut kennengelernt. Ja. Da kommen wir bestimmt auch noch zu. Genau, und da war ich mir gar nicht so sicher, ob man das eigentlich über vier Adern machen darf. Oder okay. Ob man das. Also in so einem Ethernet-Kabel sind ja 8 Adern drin, 4 Paare. Und wir wollten aber gerne nur 2 Paare, 4 Adern. Ja. Da kann man 100 Mbit Ethernet drüber machen. Was für so ein LoRa-Gateway, was irgendwie super kleine Pakete weiterleitet, auch völlig ausreicht? Reicht komplett. Und da gibt es diese schönen Stecker, M12-Stecker. Ja, diese Industrieverschraubbaren, die auch halbwegs wasserdicht sind und also zumindest nicht einfach rausrutschen. Ja, die gibt es auch für 4 Paare. Und aber haben wir nicht gemacht. Ich weiß nicht genau. Haben wir nicht gemacht, weil warum auch? Also 100 Mbit reichen da halt. Und ja, da war ich gar nicht so sicher, darf man das eigentlich über... Jetzt kommt die PoE-Polizei. Jetzt kommt die PoE-Polizei und die schaltet nach 2 Stunden dein Gerät aus. Ja, einfach so. Einfach so. Ja, ist ja gemein. Wie hast du die Theorie getestet? Ich habe tatsächlich die PoE-Leitung gemessen. Die Spannung auf die PoE-Leitung. Ja. Genau. Wie die sich verhält über die Zeit. Mhm. Und dann musste ich natürlich mein Oszilloskop passend einstellen, dass es halt in dem Moment triggern würde, wenn die PoE-Spannung absinkt. Ja. Und dann muss ich 2 Stunden warten. Ja, also genau. Das ist was man schön nebenbei laufen genau, lassen kann. Genau, das ist, hier sehe ich so einen Trigger einstellen. Hoffen, dass er richtig war. Ja, das ist ja auch immer ganz spannend. Das war nicht immer richtig. Also Trigger beim Scope, vielleicht um das kurz einzufangen, so ein Oszilloskop hat ja irgendwie nur eine gewisse Menge an Speicher, wo es sich merken kann, was es gemessen hat. Und wenn man jetzt sagt, ich habe halt nicht für 2 Stunden Platz da drin, sondern nur für weiß ich, ein paar Sekunden vielleicht, was mich da interessiert bei so einer Spannung, dann will ich ja dann, wenn was passiert, quasi ab da jetzt merken, was passiert. Oder vielleicht eine Sekunde davor und dahinter dann den Rest. Irgendwie sowas überlegt man sich dann ja. Ja, also das Trigger, genau. Also irgendwie eine Bedingung definiert, ab der du wegspeichern möchtest. Genau. Und irgendwann, also nach ein paar Versuche heißt dann halt auch schon fast einen Tag. Ja, ne? Kann ich hat mir dann vorstellen. Den Trigger so eingestellt, dass er das Event tatsächlich gefangen hat. Denn die Spannung ist tatsächlich abgesunken. Oh, ja. Also war es der PoE-Injektor oder sowas? Sieht so aus. Ah. In dem Moment kann man natürlich dann mal die Spannung einfach direkt einkoppeln. Also ohne PoE-Injektor. Mhm.
sondern halt händisch 48 Volt auf den Eingang geben. Ja, okay, ja. Mit einem Netzteil. Ja, ob das jetzt aus dem PE rauskommt oder ob man das von Hand macht, ist ja egal. Dann macht ja keinen Unterschied. Passiert trotzdem. Okay. Also das Gerät powercycelt immer noch, aber die Spannung aus dem PoE-Injektor, also dem Netzteil, die bleibt dann halt bestehen. Ja. Genau. Aber keine Änderung, also was nicht der PoE-Injektor. Es war nicht der PoE-Injektor, aber der hat sich in dem Moment, wo es abgeschaltet hat, komisch verhalten, denn er hat sich auch abgeschaltet. Mhm. Ja. Ja. Okay, immer noch sehr mysteriös, was da passiert. Ja. Also ist unser Fehler doch irgendwo auf dem Board und nicht draußen. Ja, oder Software. Ja, das ist ja. Oder Software. Ja, das ist immer Software. Das, ja. Ja, es war tatsächlich keine Software. Es war keine Software. Es war keine Software. Okay, was war's? Wie hast du es gefunden? Ich habe herumgemessen. Ich habe mir zum Beispiel, also wenn man Power over Ethernet macht, dann gibt es da immer so ein Handshake zwischen der Seite, die die Spannung versorgt, und die Seite, die Spannung halt entgegennimmt, also die Leistung. Man will ja irgendwie auch nicht, dass auf jeder Netzwerkdose, die irgendwo in der Wand ist, 57 Volt drauf sind, sondern will das ja nur dann anmachen, wenn doch wirklich jemand ist, der da was mit anfangen kann. Oder auch wieder ausschalten, wenn der weg ist. Genau, bei meinem Desktop unten, da ist es zum Beispiel so, dass die einfach kurz geschlossen sind, die Pins, auf denen sonst diese 48 Volt drauf liegen würden. Ja, das ist, ja. Ja, habe ich mal mit einem passiven Injektor herausgefunden. Oh. Ja, ist nichts passiert. Okay, guter Injektor gewesen. Ja. Genau, also es gibt so einen Handshake, der halt sagt, ich bin ein PoE-Device. Mhm. Ja, ich bin ein PoE-Versorgungsdevice. Ich bin ein PoE-Device, das sogar AT spricht. Ah, ich bin ein Versorgungsdevice, das sogar AT spricht. Ja. Und dann geht die Spannung an. Ja, das, okay. Genau, und um das auszuhandeln, gibt es halt spezielle Chips, die das halt für einen machen. Die dann auf dem zu versorgenden Gerät irgendwie direkt hinter dem Stecker sind und auch wissen, wie man mit 57 Volt umgeht und... Ja, genau. Du darfst halt auch, bevor du diese Aushandlung gemacht hast, darfst du nur sehr wenig Leistung ziehen vom Netz. Deswegen musst du halt in diesem Gerät, also in diesem IC muss auch noch ein Schalter drin sein, der halt dafür sorgt, dass die ganze Elektronik dahinter noch nicht läuft. Okay, das heißt, mein Linux ist noch aus, das kann gar nicht entscheiden, was da passiert, sondern... Genau, das würde halt zu viel Leistung verbrauchen, um diesen Handshake, dieses Handshaking zu machen. Genau, da gibt's Chips für. Okay, sowas ist da drauf und das hat sich komisch verhalten. Da habe ich ja erstmal das Datenblatt gut und halt geguckt, auf welchem Pin was rauskommt. Denn wir haben ja keinen Schaltplan. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch keinen Schaltplan. Ja. Du hast gelesen, was draufsteht und richtig geraten, was es für ein IC ist. Ja, es war zum Glück ein IC, der groß genug ist, dass noch die ganze Bauteilbezeichnung oben draufsteht. Das ist praktisch, ja. Für mich ist aber auch ärgerlich. Und es gab ein öffentliches Datenblatt, das ist dann auch immer gut. Ja. Oh. Ja. Ja. Also öffentliches Datenblatt. Ich konnte einfach gucken, welcher Pin an diesem Chip macht denn was. Und konnte dann immer mit zusammengekniffenen Zähnen, weil es sind halt auch 57 Volt da drauf. Ja, hoffen, dass man keinen Kurzschluss macht beim Messen. Könnte ich dann meine kleinen Probes da anstecken und gucken, wie es sich dann verhält während so einem Reboot-Event. Okay. Und was ich gesehen habe, ist, dass der hat ja einen internen Schalter drin, der halt sagt, okay, ich habe jetzt meinen Handshake fertig. Hier auf der einen Seite liegen 57 Volt an. Mhm. Die leite ich jetzt durch und versorge den Rest des Geräts. Ja. Der hat sich nach 2 Stunden einfach ausgeschaltet. Okay, und deswegen geht auch das Gerät aus. Nicht immer. Der hat sich für ein paar Millisekunden ausgeschaltet. Ah. Und manchmal reichte die Energie, die in den Kondensatoren dahinter war, aus, um das Gerät noch weiter zu versorgen. Das heißt, er ist eigentlich nicht alle 2 Stunden oder eine halbe Stunde ausgegangen, sondern eigentlich auch noch öfter. Nur das hat man nicht immer gesehen. Richtig, richtig.
Das ist ja gruselig. Genau, und was ich halt im Debugging-Prozess gemacht habe, ist, dass ich halt immer alle, also dass ich die CPU so weit ausgelastet habe und das Ethernet so weit ausgelastet habe, wie ich konnte, um so viel Strom zu verbrauchen wie möglich, um es so warm zu machen wie möglich. Ja, weil man ja auch nicht wusste, was es so richtig war. Welche Übertemperatur noch im Kopf hatte. Ja. Und es wird wahrscheinlich mitgeholfen haben, dass er halt wirklich dann, also der Schalter schaltet aus. Und dann ist da ein bisschen Kapazität hinter und die läuft dann halt leer. Und wenn er nicht wieder einschaltet, bevor die ganz leer gelaufen ist, dann schaltet sich es halt aus oder rebootet. Ja, ja. Das ist ja dann auch irgendwie Aufgabe von diesem PMIC, der dann halt auf die Spannung auch guckt. Und wenn er feststellt, er schafft die Spannung nicht mehr am Ausgang. Dann dass er dann halt auch kontrolliert abschaltet und nicht in so einen Brownout-Zustand schaltet. Ja. Nennt man das, ist ein tolles Wort. Ja. Was hast du da gefunden? Ich meine, wenn du da rumgemessen hast, also hört sich ja so an, als hättest du da was gefunden. Ja. erstmal noch, warum denn eigentlich der PoE-Injektor abschaltet, wenn dieser Schalter abschaltet? Mhm. Der ist nämlich in dem Moment, wo das Device keinen Strom mehr zieht, der Meinung, dass das wohl abgesteckt wurde. Wie soll er das auch unterscheiden? Er sieht es ja nicht. Richtig. Also. Und dann muss er halt so schnell wie möglich die Spannung abschalten, weil in dem Moment kannst du ja schon wieder reingriffeln in deine Netzwerkdose oder halt ein anderes Gerät reinstecken, was kaputt gehen würde. Ja. Also kann er nicht sekundenlang warten, sondern macht das erst schnell. Genau. Genau. Das heißt, der PoE-IC schaltet den Ausgang Millisekunden lange aus. Mhm. Der PoE-Injektor sieht das, schaltet ab. Der PoE-IC meldet sich wieder als, hey, warum kriege ich eigentlich keine Spannung? Zum einen. Mhm. Und zum anderen, hey, wie wäre es, wenn wir mal einen Handshake machen und du mir wieder Spannung gibst? PoE-versorgendes Gerät. Ja. Ja, genau. Und dann sagt der PoE-Injektor, oh, da steckt ja wieder was. Ja, hallo. Ah, perfekt. Macht einen neuen Handshake. Ja. Und gibt wieder Spannung drauf. Und wenn halt die Kapazitäten in dem Moment noch nicht leer gelaufen sind, dann läuft das Gerät durch. Okay. Das heißt, die haben sogar so lange gereicht, um so einen kompletten Handshake auszuhalten manchmal. 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 Nicht immer. Okay. Spannend. Genau. Das, ja, das heißt, das ist eigentlich, was ich da gesehen habe, ist öfter aufgetreten, als ich tatsächlich gemessen habe. Mhm. Ja. Es bleibt so ein bisschen die Frage, warum schaltet er seinen Schalter aus, dieser PoE-Controller? Es liegt am Watt-Pin. Watt? Watt? Ja. Okay. Das steht nicht für What the fuck, sondern Wall-Adapter. Wall-Adapter, also Wandwarze. Die normale, so normale Steckernetzteil. Genau, okay. Das ist, ich glaube doch als Meme, so bei Toastern, die einen Bagel-Pin haben. Ja, ja. Toaster-ICs haben einen Bagel-Pin. Und PoE-ICs haben einen Watt-Pin, Wall-Adapter-Pin. Ja, was der macht, ist, dass er erkennt, ob so ein Steckernetzteil angesteckt ist. So ein ganz normales, 12-Volt-Steckernetzteil. Sowas, wenn man irgendwie ein Gerät hat, was PoE kann, aber auch ein lokales Netzteil. Genau. Was direkt angeschlossen ist. Okay. Ja, was auch ginge mit dem Gateway-Export. Ja. Das ist darauf vorbereitet, dass man da auch ein Netzteil anstecken kann. Aber das wollten wir nicht benutzen. Haben wir nicht benutzt. Haben wir nicht benutzt. Also okay. Haben wir in dem Fall nicht benutzt. Ja. Also, ne, also wir haben uns ja alle Optionen, also wirklich alle offen gehalten. Deswegen wollten wir auch dazu in der Lage sein, aber haben wir in dem Fall nicht benutzt. Okay. Ja. Was hat der PIN dann gemacht? Ja, der PIN war doch durchaus der Meinung, dass da ein Wall-Adapter dran steckt. Das entscheidet er. Okay. Indem er die Spannung am Watt-PIN misst. Und sobald die Datenblatt sagt, zwischen 8 und 10 Volt überschreitet. Mhm. Das heißt, wenn man ein 12 Volt Netzteil ansteckt, dann detektiert er das. Ja. Dann schaltet der PoE ab. Komplett. Was jetzt auch sinnvoll ist, weil dann kann ich das lokale Netzteil benutzen. Also, ja. Aber du hast hingeguckt, es war kein Netzteil angeschlossen. Ich habe einmal ums Board geguckt, so die Stecker einmal grob abgeguckt. Ich habe keinen Wall-Adapter reingesteckt, ja. Aber er dachte trotzdem, da ist einer. Ja, schwer der Meinung, ja. Okay.
Genau, also die Idee dahinter ist halt, dass man nicht so einen Zwischenzustand hat, wo das Gerät sich ein bisschen aus PoE versorgt, ein bisschen aus dem Wall-Adapter. Hm. Sondern ja, dass man halt klar definiert, so okay, der Wall-Adapter hat Präferenz über PoE und wenn er da ist, dann wird er benutzt. Ja, sonst würden ja auch so Dinge passieren, wie ich stecke meinen Wall-Adapter dran und dann habe ich plötzlich wenig Strom auf dem PoE und dann werde ich irgendwann ausgeschaltet, dann mache ich einen neuen Handshake und dann habe ich irgendwie das, was wir gerade beschrieben haben, in dauerhaft. Gewollter. Ja. Okay. Genau. Und dann habe ich halt so ein Probe draufgesetzt auf den Pin, der tatsächlich von der Buchse kommt, wo man den Wall-Adapter reinstecken würde. Mhm. Und habe das Oszilloskop einmal aufgesetzt, dass es wieder triggern würde darauf, dass die Spannung abfällt. Mhm. Und das dauert dann 2 Stunden. Dann habe ich das Oszilloskop natürlich auf die passende Zeitbasis gedreht, wo es halt 2 Stunden abbilden kann. Und dann sieht man halt, wie ganz langsam die Spannung halt an dem Wall-Adapter-Pin von 0 Volt bis 8,23 Volt, habe ich jetzt aus den Bildern nochmal rausgeguckt, steigt. In dem Moment sagt er, halt, stopp, hier steckt ein Wall-Adapter. Okay, ja. Schaltet ab. Mhm. Und in dem Moment, also an dem Wall-Adapter, also wenn man das in die Buchse reinsteckt, dann ist direkt ein Kondensator dahinter. Mhm. Das macht man einfach so. Ja. Also Kondensatoren packt man sowieso überall einfach so ein bisschen, streut man einfach großflächig über Platinen drüber und dann werden sie besser. Und direkt am Wall-Adapter-Eingang war halt auch einer. Mhm. Und also in dem Moment, wo dann das PoE abgeschaltet wurde, lief der halt recht schnell leer. Ja, ist auch kein Wall-Adapter angeschlossen und dann geht das halt abwärts. Genau. Lass mich raten, die Spannung geht dann irgendwann unter die 8 Volt und dann sagt er vielleicht doch keinen Wall-Adapter? Sie geht recht weit runter, nämlich bis dahin, dass er die Versorgungsspannung für den Hauptchip halt nicht mehr erzeugen kann, aber dann braucht er auch keinen Strom mehr. Ja. Wenn der PMIC abschaltet, weil er sagt, also damit kann ich jetzt die CPU nicht mehr versorgen, dann braucht er den Strom mehr. Also dann wird dieser Kondensator auch nicht leerer gemacht. Mhm. Das heißt, es bleibt ein bisschen Restenergie drin. Ja. Und wenn dann halt die PoE-Spannung wiederkommt, dann startet er jetzt also nicht von 0 Volt seine Reise, sondern bei 5 Volt wahrscheinlich. Und geht von 5 Volt auf 8,25 Volt. Daher kommen dann auch unsere 2 Stunden und 30 Minuten. Ja. Aha. Also wenn man halt das Board kalt, also aus dem Regal nimmt und anschließt, sind die Eingangskondensatoren bei der Wall-Adapter-Buchse halt 0 Volt, werden aufgeladen. Dann schlägt es einmal zu, die Wall-Adapter-Detection. Dann macht man das ein bisschen leerer. Dann geht es halt nur auf 5 Volt runter und dann wird es wieder hochgeladen. Ja. Genau. Das heißt, am Anfang 2 Stunden und danach 30 Minuten oder so. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, warum baut man da eine Ladetrickschaltung ein, um diesen Kondensator aufzuladen? Das hört sich nicht so an, als wäre das gewollt gewesen. Wir haben keinen Schaltplan. Aber da wir später dazu kommen, dass ein Erratum auf der Webseite erschienen ist und eine neue Board-Revision erzeugt wurde, würde ich auch sagen, dass sie das nicht so geplant haben. Okay. Wir haben auch noch den Fall, dass es, wenn das Board wärmer ist, auch schneller geht. Die Temperaturabhängigkeit, hatten wir gesagt. Ja. Du bist ein bisschen drauf vorbereitet, aber fällt dir ein Bauelement ein, das winzige Mengen Strom leiten kann in einem Zustand und das noch doller tut, wenn es warm wird? Ich habe eine Idee. Widerstände sind es nicht. Ach so. Na gut, das wären ja auch temperaturabhängige Widerstände. Also gibt's auch. Die werden sie da nicht verbaut haben. Ja.
Also jetzt habe ich das mal gehört, aber ich würde an der Stelle ja auch raten, dass man da wahrscheinlich eine Diode verbaut, weil man möchte, wenn man so einen Wall-Adapter hat, wo Minus innen ist, also manchmal also, dann haben wir irgendwie zwei Anschlüsse da dran und der die kann man falsch machen. Wall-Adapter. Genau, die kann man halt verpolt betreiben. Manchmal macht man das, spannenderweise. Und dann will man nicht, dass das Gerät kaputt geht, also gehe ich mal davon aus, dass an diesem Wall-Adapter-Eingang eine Diode ist. Und wahrscheinlich hat man da eine spezielle Art von Diode genommen, nämlich eine Schottky-Diode. Weil die macht, wenn sie leitet, weniger Spannungsabfall, wird damit weniger warm. Die sind so schön effizient. Ja, genau. Also man hat dann ja, was hat man noch an Dioden, die man verbauen könnte? Das andere wäre eine Siliziumdiode, so ich mal das Wald- und Wiesenteil, was man kaufen kann. Die macht 0,7 Volt, sagen wir mal, beim Normal bei 1 Ampere. Das sind ja 0,7 Watt. Das ist ganz schön viel Wärme für so eine kleine Diode. Die du halt extra im Gehäuse verbrennst, ohne irgendwas davon zu haben. Ja, genau. Und bei der Schottky-Diode bekomme ich vielleicht auf 0,3 Volt runter. Ja. Und damit habe ich ja irgendwie weniger als die Hälfte. 0,3 Watt, ja. Ja. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel sind, dass halt ein Ampere darüber geht. Ja. 12 Volt, 1 Ampere, 12 Watt. Klingt gut. Hat man irgendwie bei der Siliziumdiode. Also als Ingenieur würde ich jetzt sagen, 10% Verlust in der Diode, das ist irgendwie schon ganz schön viel. Das ist ein bisschen weniger. Ja, aber es ist okay-ish. Ja. Also für den Einsatzzweck. Es ist so, der Ausgang von dem PoE-IC und der Wall-Adapter, die gehen grundsätzlich in dieselbe Spannungsdomäne rein. Und also die führen quasi in denselben Kondensator schlussendlich. Und um jetzt zu verhindern, dass die Spannung, die aus dem PoE kommt, zurück in den Wall-Adapter-Port geht. Ja, auch so rum, dass ich das nicht als Ausgang benutze, aus Versehen, sondern... Genau, um das zu verhindern, ist dann eine Diode drin. Ah, also ja. Also Diode in dem Fall ist halt so eine One-Way-Valve. Ein Rückschlagventil. Das ist ein Rückschlagventil. Und so eine Schottky-Diode ist ein Rückschlagventil, das ziemlich dicht ist, aber nicht hundertprozentig. Also es ist das Mikroampere oder sowas. Das ist halt der gemeine Kompromiss an der Stelle, ja. Also, genau, was haben wir? Also wir haben, wir versorgen das Gerät über Power over Ethernet. Das sind in unserem Fall, weil ich halt quasi kein Kabel dran hatte und auch wenig Leistung gebraucht habe, 57 Volt. Und von da aus geht es halt durch diesen Power-over-Ethernet-Chip durch und halt in den großen Pufferkondensator rein. Ja. Und in denselben Pufferkondensator führt halt auch über eine Diode der Wall-Adapter. Auf dem Pufferkondensator waren dann 57 Volt? Ja, ja. Okay, also auch ein Wall-Adapter mit 57 Volt könnte man da anschließen. Genau, man darf das Gerät tatsächlich mit auch bis zu 60 Volt über den Wall-Adapter versorgen. Oh, spannend. Also wirklich. Also. Ja. Aha. Ja. Über die Diode geht es da rein und dann nimmt man natürlich an, so Diode geht nur in eine Richtung. Und entsprechend sind halt 0 Volt auf der Wall-Adapter-Seite. Und da ist ein kleiner Kondensator drin. Und 0 Volt da. Ja, bis die 0 Volt langsam über 2 Stunden bis größer werden. Bis die 0 Volt über 2 Stunden halt dadurch, dass halt so ein bisschen Strom durch die Diode zurücksickert. Ja, entgegen der Richtung, wo er eigentlich fließen sollte. Genau, entgegen der Richtung, wo sie eigentlich fließen sollte. In den Eingangskondensator. Und diese Wall Adapter Detection, die muss natürlich vor der Diode sein. Ja, sonst würde ich ja nicht sehen, ob da was angeschlossen ist oder nicht. Ja, sonst siehst du halt, hier meine PoE macht 57 Volt, ja, ist gut. Ja. Ist an. Ja. Ja, dann wird es halt immer einen Wall-Adapter sehen. So sickert halt die Spannung immer höher. Und irgendwann macht ein Wall-Adapter-Detection und dann schaltet er ab. Ja, und dann geht die Spannung auf dem 57 Volt-Kondensator so weit runter, bis sie unter 8 Volt geht und dann irgendwann geht der PMIC aus, aber dann starten wir auch irgendwann wieder neu. Genau. Also doch kein Softwareproblem. Genau, und das habe ich halt rausgefunden, indem ich
auf dem Board rumgemessen habe und halt mit dem Datenblatt des POE-ICs und sowas. Mhm. Und das ist übrigens gerade, vorhin habe ich gesagt, weil Ahmed konnte so angeben mit seinen 7 Monaten. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie lange hast du dafür gebraucht? Naja, also das Projekt, also es hatte keine hohe Priorität. Das ist immer zwischendurch so ein bisschen passiert. Die ersten Einträge bei uns, so im Sinne von, da müssten wir mal nachgucken, die waren halt im November 2021. Und gefunden habe ich es dann 3. Februar 2022. Okay. Auch ein paar Monate jetzt, aber nicht. Aber nicht die ganze Zeit dran gemessen, sondern nur ab und zu mal drauf geguckt. Und das war so der Moment, wo wir uns wirklich vorgenommen haben, das müssten wir jetzt rausfinden, das ist jetzt wirklich wichtig. Ja. Sonst kommen wir nicht weiter damit. Hast du eine Lösung dafür gehabt? Ja. Also wir haben so ein bisschen Strom, der halt zurücksickert aus dem durch die Dioden. Mhm. Und Strom verbrennen ist jetzt echt nicht schwierig. Also Strom verbrennen kann man so vielen Bauteilen. Was ich halt gemacht habe, ist, einen 10 Kilo Ohm Widerstand habe ich mir genommen. Mhm. Den halt auf den Eingang, also da, wo man den Wall-Adapter anstecken würde, zwischen Plus und Minus gemacht. Und verbrennt er halt ein bisschen Leistung. Mhm. Und dann steigt die Spannung an. Und dann können die paar Mikroampere aus der Diode über den Widerstand wegfließen und müssen sich nicht in diesem Kondensator gesammelt werden. Und dann funktioniert das Board auch länger als 2 Stunden. Ja, ewig. Krass. Und als ich das herausgefunden habe, habe ich mich natürlich erstmal richtig clever gefühlt. Ja? Mhm. Ne? So macht man das ja. Und dann, wenn man das Ganze selbst researched hat und sowas, dann guckt man vielleicht mal ins Errata-Sheet vom Hersteller. Es gab schon eins. Nein, aber dann, also ich habe es rausgefunden und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht. Gibt's da schon was? Hätte man das wissen können? Also dann hätte man sich natürlich die Überraschung ruiniert, aber in dem Moment kann man ja mal gucken, weil ich wollte dem Hersteller es auch gerne schreiben, wie clever ich bin und was ich da Tolles gefunden habe. Wir sind ja wahrscheinlich auch nicht die Einzigen, die das Problem haben. Also sei denn, sie haben nur das eine Board verkauft, aber das hoffe ich für sie nicht. Es war eine neue Revision. Tatsächlich. Okay, ja. Es war eine sehr neue Revision von dem Board, wo wir so die ersten waren, die es gekriegt haben wahrscheinlich. Mhm. Weil wir es bestellt haben, kurz nachdem sie rauskamen. Und es gab keine Errata dazu. Also Errata sind halt bekannte Fehler. Mhm. Sondern es gab ein Changelog. Dinge, die sie verbessert haben. Ah, okay. Entgegen der vorherigen Revision. Ja. Da steht als Zeile drin, Remove Pull-Down Resistor from WAD Circuit. Es hört sich so an, als hätten sie diesen Widerstand, den du eingebaut hast, schon mal da drin gehabt. Ja, die hatten sie schon mal da drin gehabt. Mensch, meine super clevere Lösung haben sie rausgenommen, bewusst. Ha. Und haben es sogar dokumentiert in ihrem Changelog, der halt niemandem etwas hilft, der nicht dieses Datenblatt von dem PoE-Chip auswendig gelernt hat. Ja. Genau, also das Wording ist halt Resistor vom WAD Circuit abgemacht und denkst du, okay. Aber der Wattpin ist jetzt frei. Den haben sie abgemacht. Warum? Ja. Hast du sie gefragt? Nee. Ach so. Ich dachte, du kommst vielleicht drauf. Man kann ja 60 Volt da anschließen. Ach an so. Das Board. Ja. Und wenn ich 60 Volt anschließe? Über meinen Widerstand, ich habe ja 10 Kilo Ohm genommen. Ich habe es ausgerechnet, dann bin ich bei 0,36 Watt. Verbrenne. Das ist in etwa das, was wir berechnet haben, was wir in der Diode verbrennen. Richtig, wird, also eine extra effiziente Diode einbauen, die halt ein bisschen Leakage hat und dann halt die Leistung trotzdem zu verbrennen, weil du halt Widerstand einfach unnütz darüber hast. Das ist halt doof. Zu dem Entschluss sind sie auch gekommen. Ja, deswegen haben sie den weggenommen. Wahrscheinlich haben sie es danach auch probiert und es hat lief funktioniert. Ja. Genau. Also wer testet schon 2 Stunden? Also den Widerstand, den ich dazu hinzugefügt habe, den haben sie genau in der Revision halt weggemacht. Dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Da habe ich alle meine schönen Bilder vom Oszilloskop gemacht und sowas und halt gesagt, ja, hier der Pin, der geht hoch und ihr habt da mal einen Widerstand gehabt, der war gar nicht so schlecht. Jetzt ist er weg, das ist doof. Ja. Ja. Und
sechs Tage später gab es halt eine neue Bordrevision und ein Erratum auf der Webseite. Okay. Das haben sie gut gehandhabt. Ja. Was haben sie geändert nochmal in der neuen Bordrevision? Hast du das nachgeguckt? Sie haben den Widerstand eingefügt. Achso, sie haben ihn dann einfach wieder reingenommen und leben jetzt damit. Ja, vielleicht. Also meine 10 Kilo oben sind jetzt halt auch, also wenn irgendjemand, also wenn ein E-Techniker sagt halt, ja, 10 Kilo oben, 1 Kilo oben, 100 Nanofarad, das sind Dinge, die hat der nicht genau ausgerechnet. Da hat er sich 2 Sekunden über die ungefähre Größenordnung Gedanken gemacht. Und dann einfach das Ding genommen, was eh auf seinem Tisch liegt. Richtig. Bevor was Neues aus dem Schrank holt. Ich hab nicht mal was Neues aus dem Schrank geholt. Ich hatte ein Board liegen, wo ich halt 10 Kilo oben drauf hatte. Und dann die löte ich da jetzt mal ab und dann pack ich wieder an. Ah, okay. Entsprechend, also da kann man halt sich Gedanken machen über den Wert, den man dahin machen sollte. Und da kann man auch den da anschließen. Das werden sie dann wahrscheinlich gemacht haben, weil die verdienen ja auch ihr Geld damit, dass sie die Dinger verkaufen. Richtig, richtig, richtig. Ja. Und die Blamage war ja schon da. Ja, genau. Das sind halt so diese Dinge, die passieren halt manchmal. Das sind definitiv die Dinge, die passieren halt manchmal. Ja. Insbesondere, weil es war halt, wir erinnern uns, Ende 2020, das war schon so Anfang der Supply Chain, des Supply Chain Desasters, oder? Ja, das war 2020 schon ganz gut los. Ja. Ich glaube, 2021, 2022, da waren wir schon ganz tief drin. Genau, also sie konnten, glaube ich, auch eine ganze Zeit lang einfach nicht liefern. Und dann hatten sie halt die neue Revision und dann haben sie die halt auch rausgeschickt, so schnell wie es ging. Ja. Denke ich. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir eine Zeit gewartet haben, bis die Hardware da war. Ja. Es kann durchaus sein, dass sie dann... Genau, das war jetzt... Dann keine 2 Stunden zum Testen hatten, deswegen mussten die sofort geschickt werden. Ja, genau. Ship it. Ja. Genau, deswegen sehe ich da nicht so ein großes Problem auf ihrer Seite. Sie sind da gut mit umgegangen. Okay. Sonst hätten wir auch nicht, sonst hätten wir von dem Hersteller und dem Board geredet jetzt gerade, glaube ich. Ja, das stimmt. Das hat schon gut geklappt. Ja. Was kann man davon noch lernen? Always check your supply rails. das ist ein geflügelter Spruch unter... der Elektroingenieur. Mhm. Das ist, es sind immer die Versorgungsspannung. Und man sollte immer als erstes die Versorgungsspannung prüfen. Nicht mit den Watchdogs anfangen. Nicht mit, mit Übertemperatur vielleicht. Also wenn man mal den Finger draufpackt, dann ist es noch ein bisschen schneller als Supply Rails zu checken. Vor allem, wenn es dann wehtut, weiß man meistens, es ist zu warm. Ja, also die zusammenbrechenden Spannungen hätte ich gesehen. Ja. Erst nach 2 Stunden hätte mein Oszilloskop passend triggern müssen, aber das musste ich ja früher oder später sowieso. Ja. Es ist so ein schwieriges Problem. Also man geht ja erstmal davon aus, die Hardware funktioniert, die man so einkauft. Die kennen sich ja aus. Die kennen sich aus. Und mit ihrer Software wäre das vielleicht auch gar nicht passiert. Das ist ja dann bestimmt auch das Argument, was gekommen ist. Warum machen wir denn was Eigenes? Bei denen funktioniert das doch. Ja. Genau. Und ganz gut, dass wir nicht mit Baerbox da drauf waren und dann... Alles noch eigener. Ja. Ja. Tja, spannendes Problem. Ja. Ja, im Nachhinein war es ein spaßiges Problem. Ja. Also es ist ja bei vielen Sachen so. Ich kann mir halt auch vorstellen, man kommt dann irgendwann an diesen Punkt, wo man einfach nicht mehr weiter weiß, noch keine Ideen mehr hat, was eigentlich jetzt noch kaputt sein kann. Und dann, bis man dann irgendwann zufällig in die richtige Spur kommt und dann da das Richtige findet. Tja, das war meine Geschichte. Spannende Geschichte. Ja, ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, sie hat anderen Leuten gefallen. Die jetzt denken, das will ich unbedingt so in der Form nochmal hören. Ich muss jetzt unbedingt das abonnieren und auf allen Plattformen nochmal anklicken. Das ist eine gute Idee. Am besten auch positive Bewertungen da lassen. Und einen Kommentar. Und einen Kommentar, ja. Und man kann uns auch E-Mails schreiben. Wenn einem Dinge irgendwie nicht passen, dann oder man noch Anmerkungen hat. Oh, haben wir schon eine extra E-Mail für den Podcast? Nee, das nicht, aber man kann ja einfach an Pengotronics schreiben und dann kriegen wir das weitergeleitet. Richtig. Ab da melden wir uns dann richtig. So viele Leute sind wir dann doch nicht, dass uns nicht erreicht. Genau. Cool. Tja, das war die Folge. Schöne Folge. Dankeschön. Tschüss. Ciao.